Paul Delvaux ist neben René Magritte der bedeutendste belgische Surrealist. Und wie sein Landsmann überlässt er sich eigentlich nicht dem surrealistischen Prinzip der Écriture-Automatique, diesem Strom des Unterbewussten, sondern er erfindet Traumbilder. Die Landschaft, die wir besitzen, hat den trivialen Titel Landschaft mit Gaslaternen. Es zeigt nichts anderes als ein Totenreich. Eine schwarz gekleidete, im Trauergewand gekleidete Frau im Vordergrund blickt in dieses Totenreich hinüber, in das fahle Licht, in dem zwei junge Mädchen einen Leichnam vorbeitragen. Für immer wird die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten gekappt sein. Die Telegrafenmasten, die hier für so etwas wie Kommunikation stehen, sind gekappt, die Leitungen hängen schlaff herunter. Und das einzige Leben, das in diesem ganzen Bild blüht, ist in Gärten, in Mauern eingezwängt. Es ist ein sehr melancholisches Gemälde, das aber gleichzeitig für mich zu den schönsten und berührendsten Bildern nicht nur von Paul Delvaux zählt, sondern unserer gesamten Sammlung. Man muss sich ja dann letzten Endes auf manche Details einlassen, um überhaupt die Irritation zu verstehen, die sich sofort jeden Betrachter einstellt. Die Gaslaternen geben Licht, ein fahles Licht. Aber der Schatten, den die Gaslaternen werfen, kommt nicht von diesen. Er kommt von einer unbekannten Lichtquelle, die irgendwo links ist und harte Schlagschatten nach rechts wirft. Als ob dieses Licht der Gaslaternen selbst ein überirdisches Licht wäre, das diese fahle Totenlandschaft, das Totenreich nicht erhellen kann und das eigentliche Licht aus einem ganz unbekannten Quellen stammt. Man mag sich schließlich fragen, wo endet unser Reich, wo beginnt jenes der Toten? Die Frau steht noch in unserem Leben. Frontal, man kann sich mit ihr sofort identifizieren, aber nur von hinten gesehen. Sie ist eine Symbolfigur für die Lebenden. Aber der Weg, auf dem sie sich befindet, der ist die Brücke, die aber plötzlich im Nirgendwo endet. In jenem pflanzen-, baumlosen, gewächslosen Reich der braunen Hügel. Ein sehr berührendes Gemälde. Musik.